So, meine lieben Minecraft-Freunde, ja, Folge 64 ist dran. Ich habe mir in der Zeit was überlegt, was ich mache. Das andere kann ja eigentlich fortlaufen. Erstmal, dass es alles fertig ist. Es ist halt, klappt mal das eben noch hier alles so raus. Das kann eigentlich hier rein. Denn ich habe hier einen Adblock in der Hand und der hat mir was zu bedeuten. Dafür brauche ich erstmal Holz. Die Slabs brauche ich nicht, die tue ich einfach mal zusammenpacken wieder. Zack. Zack. Weiß ich noch nicht, ob ich irgendwo noch einen anderen halben habe. Ach, hier ist Holz, das brauchen wir jetzt alles. Da haben wir noch Holz. Da haben wir Glasscheiben. Da brauche ich eindeutig mal wieder ein bisschen Glas hier, ne? Das meiste ist ja eigentlich so auf anderen Sachen draufgegangen. Da haben wir noch ein bisschen Glas. Und dann brauchen wir Stein. Hab ich doch gerade auch gesehen. Aber wo der wieder abgeblieben ist. Ah ne, da oben ist er. Da haben wir Stein. Denn mir ist was ganz Lustiges in den Sinn gekommen. Ich werde ja auch bald mit Computerkraft arbeiten. Das heißt, über Touchscreens und sowas ist alles möglich. Deswegen werde ich jetzt erstmal einen Raum für erschaffen. So was ganz Besonderes. Machen wir mal. Größer braucht er eigentlich nicht werden. Oder? Ich muss berechnen. Die Wand kommt ja weg. Redstone, Display, Monitor. Dann ungefähr 4 breit. Dann haben wir Display, Monitor, Bildschirm und Wand. Das heißt, wir müssen noch zwei nach hinten gehen. Und das werden wir jetzt die ganze Wand durchziehen. Ich weiß nicht, wie viele davon ich später benutzen werde. Dum, 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 dum. So. Das hat nämlich was ganz Schönes zu bedeuten. Also, das ist wirklich krass, was man damit machen kann. Ich habe da lange programmiert rumgetüftelt. Da wird noch ein bisschen dran verbessert. Denn der Grund ist der. Ei, ich habe gerade was vergessen. Wir müssen nochmal zwei da raus. Ja. Wir müssen nochmal zwei da raus. Wir werden erstmal einwandig das Ding bestücken und dann später vielleicht die zweite Wand auch noch benutzen. Aber erstmal vorerst eine Wand. Denn da können wir 3, 4, 5 Displays hinpacken. Und das sind dann immer 9 Maschinen sozusagen. Deswegen reicht das erstmal, wenn wir einseitig das befüllen mit Displays und sowas. Dafür müssen wir auch nochmal in die Hölle gehen. Dafür brauchen wir nämlich Lohnrouten. Aber kriegen wir alles hin. Würde ich hoffen. Deswegen erstmal hier ein bisschen kloppen. Das war jetzt auch meine Idee. Ich habe geplant, oh, was machst du denn? Weil ich habe dafür vorne auch was geplant. Das wird auch noch gebaut. Bevor ich dann da unten anfange mit dem Fermenter, werde ich erst das bauen. Denn dadurch kann ich Energie beziehen, sprich da kriege ich Setzlinge, Holz und gleichzeitig alles raus. Was ich dann natürlich auch brauche. Aber erstmal das hier alles gekloppt hin. Ja, das kann im Moment dauern hier noch. Und dann wird schnell gebaut. Damit wir das auch schnell hinbekommen. Ich brauche doch noch irgendwie Silk Touch. Ich will, nein. Du Oller Bauer, du. So. Das brauchst du doch nicht hier. Da braucht auch keinen Keller drunter. Das kann einfach nicht so nackig frei bleiben. Wenn ich meinen Keller drunter haben will, packe ich eine Turtle drunter und dann ist so Ruhe. Aber erstmal brauche ich keine. Wie gesagt, hier bräuchte ich irgendwie mal Silke Touch. Damit ich das Glas vielleicht mal so, ohne zu kloppen, hier rausnehmen kann. Naja. Machen wir es halt kaputt. Ich hab's ja. Definitiv. Also viel habe ich wirklich nicht mehr. Das ist nicht schlimm. Da komm. Und dann wird jetzt erstmal hier Holz reingepfeffert. Ah ja, komm, hier machen wir auch Holz rein. Hier kommt wieder Stein hin. So, und hier kommt Stein hin. Da braucht keine Steine hin, da kommt vielleicht noch einer hin. So. Und dann hier schnell auffüllen. Der muss wieder weg. Der sitzt beschissen da. Einfach mal so. Kuddelmuddel schnell aufräumen hier. Dass der voll wird, sonst klappt das doch nicht. So. Nein.
schon. Die Hälfte der Zeit ist rum. Aber nichtsdestotrotz, wie ich das hier fertig bekomme, ich glaube, ich muss da noch eine zweite Folge dranhängen, damit das zumindest das Haus fertig ist und ich vielleicht schon mal ein Display reinhängen kann. Dafür. Ich weiß gar nicht, wie viel hier reinpassen. So, hier kommt Stein rein. Hier kommt Stein rein. Hier kommt eine Lage Holz rein. Und bim, 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 bim. Danke. Das gleiche gilt hier auch. Hier kommt Holz rein. Dann kommt hier Holz rein. Ich habe zwei Mal. Ne, da habe ich zwei genommen. Zack. Dann kommt hier auch noch eine Lage rein. Wobei die Seite auch gleich komplett zu muss. Aber die kann erstmal offen bleiben. So. Eine komplette Reihe hier noch rein. Dann muss hier irgendwo noch ein Gang rein. Reicht, denke ich, ein einfacher, oder? Denke ich mal. Und da bin ich jetzt auch passend. 1, 2, 3, 4 hier. 1, 2, 3, 4 da. Dann machen wir hier in der Mitte den Gang rein. Dann sollte das schon okay sein, so. Zack. Hier vorne können höchstens ein paar Fensterscheiben rein. Obwohl das ja auch nicht mehr reicht, deswegen wird das auch zu werden hier. Zack. Oh, kein Holz mehr. Aber das lässt sich auch ändern. So. Hey, da brauchen wir auch keine Fenster rein, oder? Weil ich bedenke, dass du das hier vorne hier schon alles Erde, beziehungsweise das die Einheit wird. Nee, dafür habe ich keinen Platz mehr. Hier hinten könnten auch keine Fenster rein. Das wird, glaube ich, kompletter zu etwas hier werden. Oh, kein Holz mehr. Dann holen wir uns noch was. So. Dann haben wir ein schnelles Haus hier hingezimmert. Wie gesagt, so lässt sich schnell ein Haus erweitern. Es sieht nicht schön aus. Ich gewinne damit keinen Schönheitswettbewerb, aber ich gewinne damit schneller Anbau. Und kann dann schnell sagen, up, fertig. Und so muss das eigentlich auch sein bei mir. Das soll schnell fertig gemacht werden, bevor das irgendwie anders passiert. So, mal eben hier hoch. Uah. Das wollte ich doch nicht. So. Da können wir höchstens mittig hier ein paar Glasscheiben um reinsetzen, mehr aber auch nicht. Und dann irgendwie schauen, wie ich da Licht reinbekomme. Ich glaube nicht, dass die Displays was abwerfen. Da muss ich irgendwie Glowstone verarbeiten. Das ist ja nicht gut. Ich will auch keine extra keine Lampen einsetzen, weil die. Das System sagt mir an, ob das Ding aus ist oder an ist. So. Und da muss ich auch irgendwie dahinter reinkommen. Muss ich irgendwo eine Tür noch zwischenbasteln. Was ist bei uns gerade draußen am Regnen? Ich höre das nur so ein Sturmmäßig. Ich weiß jetzt nicht, ob das regnet oder wirklich nur so ein Sturm ist. Aber ich glaube, es regnet eher. Ist ja wieder die kalte Jahreszeit angesagt. Das naht. Das heißt, man kann länger Let's Plays aufnehmen. Man kann hier schön gemütlich rumkloppen. Bis zum Erbrechen. Weil die kalte Jahreszeit ist eigentlich für was Gemütliches zu Hause rumzusitzen. So. Aber wir haben es ja noch nicht so weit. Ist ja erst November. Ich glaube, das müsste, weiß ich nicht, für welche Folge für euch sein, denn ich komme gerade nicht an meinen Zettel und der ist nicht komplett ausgefüllt. Der ist nur bis Folge 56 ausgefüllt. Sprich, wann die Folge mal rauskommen. Die habe ich extra schon aufgeschrieben, damit ich nur drauf gucken muss und nicht wieder die Zahl vergesse. Und da stehen auch die Zeiten hinter, welche Folge wann rauskommt. So. Dum, 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 dum. Schon wieder kein Holz, meine Güte. Das geht aber gerade hier weg wie warme Semmel. Gut,
ich hätte das Holz jetzt nicht machen müssen, weil wenn ich jetzt die Glasscheiben reinsetze, wäre es natürlich wieder, glaube ich, passend aufgegangen. So, die Sonne geht unter, die Folge ist fast zu Ende. Ja. Und hier ist der Mittelgang. So, hier vorne gleich. Komm, da setzen wir gleich direkt Glas rein. Zack, zack. Habe ich jetzt zwei Abstand genommen. Dann hier nochmal. Irgendwo muss ja ein bisschen Licht reinkommen. So, und dann machen wir hier nochmal drei Abstand hier. Und drei Abstand da. Dann wäre das hier so. Und dann würde ich sagen, machen wir zwei Abstand. Yep. Und hier, dann passt es doch symmetrisch. So. Dann kommen jetzt immer vier Displays rein. Dann machen wir noch 1, 2, 3, 4. Oh, warte mal, passt das mit 4 mal 4? Das könnte knapp werden, weiß ich jetzt nicht. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann hätte ich hier noch so einen Durchgang sozusagen und hätte hier drei Displays sitzen. Yep. Das können wir vielleicht mal so lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf 4x4 ausgelegt worden ist. Ei. Ich glaube auf 4x5. Ich hoffe mal auf 4x... Oder auf 5x4, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber nichtsdestotrotz, es ist Haierzeit. So. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer Flash Total P. Bis dahin. Tschüssen.